So, liebe Freunde des landwirtschaftlichen Abenteuers, wir sind wieder zurück und ihr seht, ich bin schon wieder fleißig dabei. Ja, genau. Schon ordentlich hier auf Achse. Richtig. Und wir werden jetzt mal hier das ein bisschen begradigen, ein bisschen hübscher machen. Genau. Ein bisschen zumindest. Richtig. Dass das hier mal vernünftig aussieht. Richtig. Ja, besser. So, dann nichts wie ran hier an den Speck. Ja. Ja, gestern mit dem Mittelalter, was wir dann noch so, was ich zum Schluss noch genannt hatte, ist ja wirklich so, ne? Die Leute haben ja dann diese verträumte Romantik des Mittelalters. Die Tage erst. Ich finde ja diese alten Kulturen und alten Zivilisationen und so wie es früher war, finde ich ja recht interessant, weil es dann so, wie hat man das damals gemacht und so. Und nur mal als Beispiel, also zu Zeiten des Römischen Reiches, also so vor dem Jahre 0 und um 0 drumherum, ne, hatten die ja so ihre Hochkultur. Da war das ja sehr blühend und hatten ja hier ganz Europa unterjocht und so weiter und so fort und überall als Bücher an Technologie hingebracht, Aquädukte und sonst sowas und so weiter. Naja, also die konnten Wasser über große Zeit, große Distanzen transportieren durch ihre Aquädukte und sie hatten in ihren Städten schon richtige Abwassersysteme. So, ja, also das hatte wunderbar funktioniert. Ist ja auch immerhin, ja, nicht ohne, ne? So ein Abwassersystem ist schon ganz schön wichtig, gerade in Städten, wo ziemlich viele Leute dann entsprechend ihre Notdurft verrichten. Das kann schon echt ätzend werden. So, dann kam ja das Christentum, ne? Das Christentum ist ja für den Fall des Römischen Reiches ja verantwortlich in dem Fall. Und mit dem Christentum kam ja dann das finstere Mittelalter, ne? Kreuzzüge, Christianisierungen, Hexenstuhl, Folter, Mord, Totschlag, Hexenverbrennungen, die Inquisition. Also diese schönen Sachen, die mit der Volksfestatmosphäre hat man dann ja eingeführt, ne, im Namen der Religion, wunderbärchenhaft. Das ist so eine tolle Religion, deren Hauptziel ist es, andere Menschen zu töten. Zeitgleich hat man dann alles verworfen, was man damals gemacht hat, weil das waren ja alles Heiden, also war es alles scheiße. Also hat man das dann alles nicht übernommen, sondern ist ja dann komplett wieder zurückverfallen. Also das, was man alles schon während des Römischen Reiches hatte, an Technologie und so weiter und so fort, das hat man alles kaputt gekloppt, hat es alles über Bord geworfen, hat die ganze Technologie begraben und hat sich dann selbst nochmal 1000 Jahre zurückkatapultiert in die prähistorische Zeit, mehr oder weniger, wenn man es so nimmt. Man hat dann irgendwann nach und nach mal von Null angefangen. Irgendwann so um 1100, 1200 fing es dann an, langsam wieder alles ein bisschen zivilisierter zu werden. Vorher war es, Chaos. Pures Chaos. Und, trotzdem hatte man noch immer keine Kanalisation oder sowas, ne? Oder Abwassersysteme. So wie man es damals schon 1000 Jahre vorher bei den Römern hatte. Nee, das nicht. Was hat man stattdessen gemacht? Man hat in den Städten in Eimer oder in so Nachttopf, ne, sowas in der Richtung, hat entsprechend seine Notdurft verrichtet im Haus und hat das dann einfach aus dem Fenster auf die Straße geschüttet. Ja. Und jetzt fragen wir uns nochmal, warum sowas wie Cholera, Pocken und Pest dann entsprechend halt ihr Einzug gehalten haben und dann 60% der Europäer hingerafft haben. Ja, gute Frage. Echt gute Frage. Interessant, ne? Ja. Tja. Wie zivilisiert und wie toll man doch war, nur. Ja. Ja, zum Beispiel in Rom, es gab Schulen, es gab Einrichtungen damals. Die haben wirklich was gelernt, die haben Geschichte gelernt, die haben Mathe, Schreiben gelernt, alles Mögliche. Also man hatte da das, was wir praktisch heute haben, hatte man damals auch schon. Gesellschaftlich war man da viel, viel weiter.
Im Mittelalter gab es keine richtigen Gerichte, was wir gestern hatten. Also ein Gericht gab es nicht wirklich, ne? Du hattest keine Rechte als normaler Bürger. Wobei Bürger war ja schon gehobenes Standes, aber also richtiges Recht, es gab kein Rechtssystem, nur für Adlige. Der Adlige hat ja bis zum gewissen Zeitpunkt dann einfach bestimmt, was Sache ist und was nicht. Ne? Kopf ab, Kopf runter oder dran, das war denen seine Sache, du warst sein Spielball. In Rom war das anders, da gab es schon ein richtiges Gericht, da gab es einen Senat, da gab es eine Demokratie. All das hatte man dort. Klar, es gab zwar dort auch Sklaven, aber ein Sklave, also es war gang und gäbe, dass Sklaven von ihren Herren einen Lohn bekommen haben. Und es war dort dann auch nicht unüblich, also eigentlich eher Praxis, dass der Sklave sich dann irgendwann, entweder wurde er freigegeben nach einer gewissen Dienstzeit, oder er hat sich von seinem Geld freigekauft. Das war ganz normal. Und bei weiblichen Sklaven war es sehr häufig so, dass diese wenn entsprechend derjenige halt, der Herr halt keine Frau hatte oder die Frau verstorben war, dass dann die Sklavin dann entsprechend eingeheiratet wurde in die Familie. Wurde dann halt einfach geheiratet. Das war ganz normal und es wurde sie zu einer Bürgerlichen. Also, ja, wir sehen, gesellschaftlich war man da doch dann ganz, ganz, ganz anders drauf. Ziemlich interessant, ne? Wie man dann hier einfach hier mal alles kaputt gemacht hat. Warum auch immer. Ja. So. Ja, das Feld hat schon so eine gewisse Größe. Aha, ey. Ja, ist echt heftig, oder? Das ist schon der große Flug. Ja, bloß müssen wir machen sonst. Sonst haben wir nichts zu tun, wenn wir keine weiteren Felder haben, ne? Was wollen wir denn dann machen? Alternative Sachen haben wir noch nicht, weil uns immer noch das Geld fehlt. Für Kühe und so weiter und so fort. Wobei, wir könnten jetzt mal ein paar kaufen. Ein bisschen Knete haben wir ja jetzt. Na, ups, 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 ups. Na komm. So. Wunderbärchenhaft. Tja. Klar, letztendlich ist diese ganze Zeit faszinierend, aber eigentlich ist es eher faszinierend in der Hinsicht, wie schlimm und wie dumm Menschen sind. Ne, was sie sich alles gefallen lassen haben. Zum Beispiel gab es ja dann damals diesen Bauernaufstand. Ganz groß, haben sie alles Mögliche niedergeschlachtet, haben sogar ein paar Adlige erwischt und dann war die Sache ja so groß geworden, dass die Bauern sich eigentlich schon fast befreit hätten von ihren Adligen. Und dann haben die Adligen dann mehr oder weniger gesagt, so, komm, lass uns reden, legt erstmal alle eure Prügel und eure Mistgabeln weg, komm, wir unterhalten uns. Wir kriegen das hin und so, also jetzt ein bisschen modernisiert gesagt, aber man hat sie halt dazu überredet, ihre Sachen niederzulegen. Ja, und dann hat man sie einfach abgeschlachtet. Ja, und dann war natürlich so, ja, die Sache gegessen und man hat dann, wie vorher, sich dem Ganzen ergeben und, ja, ziemlich schlimm eigentlich, ne? Ja. Ziemlich schlimm. Ist ja, hatte ich vor einer Weile in einem Magazin gelesen, eine ganz interessante These, die ich unterstütze an der Stelle. Und zwar, dass die Eliten, also praktisch die großen Geschäftsführer von solchen Firmen wie Mercedes, VW, also so von diesen Riesenfirmen und halt aber auch die geistigen Eliten, also praktisch diejenigen, die studieren, die Abitur machen, dann studieren, die zum Beispiel Ärztekinder oder sowas, ne, die halt
keine Probleme haben, sondern nach dem Motto, ach ne, dann studiere ich das, auch wenn das nicht funktioniert, dann studiere ich das. Während alle anderen halt eher aus normalen Haushalten schnell wie möglich arbeiten gehen müssen, weil sie halt nicht diesen finanziellen Rückhalt haben, diese Sicherheiten durch die eigene Familie. War halt in diesem Artikel so, dass der gesagt hat, ja, diese Leute, diese Kinder, diese Familien, wo dieser finanzielle Rückhalt so gegeben ist, weil das halt Ärzte, Vorstandschefs und so weiter sind, wo die Kinder dann halt automatisch wieder in deren Fußstapfen irgendwie treten, indem sie was Ähnliches machen, ne? Auch studieren und dann halt entsprechend irgendwo welche Führungsposten wieder begleiten. Das sind die neuen Adligen unserer Generation. Und ja, es stimmt, es ist echt so. Man muss sich das wirklich angucken. Da waren so ein paar Statistiken drin halt auch in diesem Artikel, wie viel Prozent von den Kindern, zum Beispiel von Ärzten und Vorstandsvorsitzenden und so weiter, von den Besserverdienenden, wie viele von denen dann entsprechend studieren. Und ja, die Zahl war mehr als 75%. Also es waren, ich glaube, 82-83%, so in dem Dreh rum lag das da. Also schon sehr, sehr, sehr hoher Wert. Ja, ist aber auch klar, ne? Wenn du die Möglichkeit hast, ja, dann verhaust du halt mal ein Semester oder brauchst mal länger, machst mal ein Auslandssemester hier, machst mal ein Auslandssemester da. Das kommt natürlich gut an dann später in der Firma. Ja, und wer kann sich schon ein Auslandssemester leisten, außer denjenigen, die halt finanziell schon super dastehen, ne? Ja, das heißt, Bildung, so wie wir das wollen, und Chancengleichheit im Job, das ist nicht gegeben. Dann müsste Bildung wirklich unabhängig des Geldes jedem zur Verfügung stehen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Damals, als ich studiert habe, habe ich, als ich das Studium angefangen habe, zu dem Zeitpunkt habe ich schon 9 Jahre lang nicht mehr zu Hause gewohnt, habe schon meine eigene Bude gehabt und alles, habe aber schon weit weg gewohnt von zu Hause mittlerweile. Und ja, dann war bei mir auch so die Sache, ja, gut, ich habe schon vorher Ausbildung gemacht und gearbeitet und alles und dann mich ja entschieden, noch zu studieren. Job an den Nagel gehängt und gesagt, okay, ich gehe studieren und alles. Und dann war, na gut, wie finanzierst du das? Ja, BAföG. Ne? Und dann hieß es, ja, nee, das sind trotz des fortgeschrittenen Alters, sind immer noch die Eltern dafür verantwortlich. Naja, und meine Eltern verdienen nicht schlecht, ja, verdienen gutes Geld, aber wie bei vielen anderen auch, ist natürlich das, was man verdient und das, was übrig bleibt, ein riesengroßer Unterschied. Und dann hat man vielleicht ein Haus, was man abbezahlen muss, oder ein Auto, und dann sieht die ganze Sache schon wesentlich schlechter aus. Naja, auf jeden Fall ist es halt nicht so, dass meine Eltern mich halt finanziell unterstützen konnten, weil sie halt entsprechende Belastungen haben. Ist ja auch ganz klar, ist ja auch deren Geld, da sollen die mitmachen, was sie wollen. Ne? Ich will auch da nicht auf irgendwem auf der Tasche liegen, also gar nicht meine Eltern, die haben schon lange genug mich irgendwie unterstützt. Damals zu dem Zeitpunkt. Und ja, auf jeden Fall wurde dann das BAföG daraufhin abgelehnt. Es war echt super, ne? Und das ist dann halt der Unterschied, ne? Und ich weiß gar nicht, welche Partei das jetzt war bei der Bundestagswahl, die gesagt hat, sie wollen elternunabhängiges BAföG. Bin ich auch dafür. Also, oder zumindest muss man nach dem gehen, was halt übrig bleibt. Also, wenn, ja, ich habe eine Zeit lang für eine Bank gearbeitet mal und habe da Kredite bearbeitet, also Kreditprüfungen gemacht praktisch hier, ne? Wenn du einen Kreditantrag stellst, war ich derjenige, der dann halt geprüft hat mit deinen Unterlagen, die du eingereicht hast, alles mögliche. Kann er den Kredit kriegen, kann er den Kredit nicht kriegen, okay, wie ist das alles? Und dann den Kredit genehmigt und ausgezahlt hat. Naja. Relativ stupide, langweilige Arbeit, also, naja, was ist ja stupid, also musst schon höllisch aufpassen, weil du brauchst dann halt immer Tausende von Zehntausende Euro raus und da darf dir natürlich keinerlei Fehler passieren, dass einer einen Kredit kriegt, der keinen kriegen dürfte. Naja, auf jeden Fall, da prüft man ja auch nur das, was halt übrig bleibt, ne, da wird ja alles bis ins kleinste Detail, was du an Ausgaben hast, an monatlichen Kosten, wird ja alles möglich in irgendeiner Weise berücksichtigt, um zu gucken, okay, das, was übrig bleibt am Ende, und da gibt es ja Pauschalwerte für Lebenshaltung und so, je nachdem, wie viel, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast, ob du alleinstehend bist und so weiter und so fort. Gibt es gewisse Pauschalwerte, die alle mit veranschlagt werden an Lebenshaltungskosten und so weiter und so fort. Und warum wird das beim BAföG nicht auch gemacht? Warum wird beim BAföG wirklich nur strikt vom Netto, also von dem ausgegangen, was derjenige netto verdient, aber nicht das, was er wirklich übrig hat? Macht doch gar keinen Sinn. Jeder weiß, dass das, was man netto verdient, niemals das ist, was man wirklich zur Verfügung hat im Monat. Du hast ja alleine schon mal Miete, die du zahlen musst. Naja, oder ansonsten, wenn du ein Haus hast, in wenigsten Fällen ist es ja abbezahlt, ein Kredit fürs Haus. Und die sind nicht gerade günstig. Ja, deshalb, das habe ich damals nicht verstanden.
Von daher wäre ich dafür elternunabhängiges BAföG auf jeden Fall. So. Oh Mann, ja, wir sind mit dem Feld bald fertig. Das ist echt ein Riesenteil. Aber es geht mit dem Traktor, ne? Oh, ich denke auch, das ist ganz in Ordnung. Nun denn, wir sehen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.